Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animation Throwdown. Es ist mal wieder Rumble-Zeit. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt ihr gerne auf Abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen und auf Aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Zudem könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, die Glock! Ja, wir kämpfen gegen Killers Inc. Und ich muss sagen, diesmal sieht's echt gut aus gegen die. Muss jetzt sehr früh mein Match bereits machen. Ist aber überhaupt kein Problem. Macht Chef Kebinch. So, und jetzt spielen wir hier drauf die Brainwashed Haley. Als nächstes mal die Tina zum Heilen. Den Baum hat auch bei mir hier zwei Krönchen. Und er hat natürlich nicht die Haley geheilt, der Baum, sondern ganz vorne Chef Cat Binge. Wobei, das war vielleicht gar nicht mal so schlecht. 95 Punkte. Ja, normalerweise sagt das nicht wirklich viel aus über die Möglichkeiten, aber wenn man sieht, dass ungefähr gleich viele Leute gekämpft haben auf beiden Seiten, aktuell zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, dann weiß man, okay, bei 21.000 zu 15.000, das Ding werden wir bestimmt gewinnen. Chicken 88. Ich mache das jetzt so. Die 41 hole ich mir. Genau. Dann jetzt hier den Kleiderschrank. Da möchte ich gerne die Cloverella dann haben. Und dann ist Chicken auch schon weg. Ja. Und ich bin auch gar nicht in der Kamera. So. Also Match Nummer 2 gewonnen gegen Chicken. Sehr, sehr, sehr geil. Ja. So. Kampf um Platz 74. Sehr cool. Fangen wir an mit der Tom Landry Middle School. Warum die Tom Landry Middle School und nicht die James Woods High School? Weil die Tom Landry Middle School einfach mehr Angriff jetzt macht und ich möchte den First Hit landen. Deshalb so rum. Und dann mache ich jetzt den Push mit der Haley. Danach spiele ich die Mint Jalap drauf oder Mind Jalap. Dann habe ich nämlich die Rooftop Drunk noch zur Unterstützung nebendran. Und Grumpy Taz wird dann jetzt quasi, ja, mit 99 oder 100 erledigt sein. Ja, es wird nur 100. Auf geht's ins nächste Match. 7 Stück sind's noch. Lost Hefe. So, und da werde ich jetzt mal das Daughtry Chateau mit dem Peter spielen. Da kommt nämlich der Lord Griffin bei raus. Oder doch, das machen wir genauso. Und Lord Griffin hat viel Gas. Heilt und hat hier dann auch noch
berauscht. Wollen wir mal die Klapperella noch neben dran. Damit ist dann dieses Ding hier auch schon erledigt. Es werden jetzt bestimmt keine 100 mehr werden. Dazu ist zu viel Schaden auf dem Lord Griffin am Anfang drauf. Aber schauen wir mal, 96 sind es immerhin geworden. Bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. So, auf ins nächste Match. Noch 6 Kämpfe haben wir. Ach, das sieht echt jetzt schon überraschend gut aus. Bedeutet aber, dass wir dann im nächsten Match richtig Probleme bekommen werden. Esmer. Ja. Das hier wären 44. Hier hätte ich ein bisschen weniger. Aber gucken wir uns mal ganz kurz den Effekt an. Bomb and Leech. Die Bombe hilft mir da natürlich sehr wenig. Bedeutet, prinzipiell gesehen, sollte ich eigentlich dann doch eher auf diese Schiene gehen. Auch hier verschiedene Möglichkeiten. Also Bazooka Shark als erstes zu spielen ist einfach die beste Wahl. 44. Und das reicht jetzt nicht mehr. Das wären jetzt 41. Deshalb mache ich es so. Ich spiele jetzt den Kanalisations-Surfer Bänder. Jetzt habe ich nur 5%. Peggy. Tuning Fork oder Tuning Fork. Ja, das sieht gerade nicht wirklich berauschend aus. Muss ich leider wirklich sagen. Married Brian ist auch eine Möglichkeit, aber ist alles nicht so wirklich zufriedenstellend. Ja, doch. Könnte jetzt echt noch auf gut was werden. Stan. Der ballert jetzt erstmal alles hier weg. Also nicht der Stan, sondern Tuning Fork. Jetzt kommt der CIA-Student noch bei raus. Und dann haben wir das Ding hier auf jeden Fall auch gewonnen. Sehr, sehr geil. Ich muss mir mal ein Ladekabel holen. Sonst haben wir gleich ein Malheur. So, dann nehmen wir mal das Gerät ans Ladekabel stecken, in der Hoffnung, dass es ein bisschen länger dann hält. Schauen wir mal. So, noch 5 Matches müsste es durchhalten. Wäre schön, wenn wir das schaffen könnten. Gegen Salty Cracker. Einfach mal den Bob. Stuffington Academy gleich hinterher. Peter und Tom Landry Middle School als nächstes. Oder Peter und Snot Rocket. Ich denke, Peter und Snot Rocket sollten es rocken. Einfach skippen. Und das war's. Da wird nichts mehr passieren. Das Ding ist auf jeden Fall gewonnen.
98 Punkte. So, jetzt haben wir noch 4 Matches zu spielen. Und das sieht wirklich sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr solide aus. Und ich glaube auch, dass wir dieses Match gewinnen werden. So, War Steed ist unser erster Gegner. Also unser nächster Gegner. War Steed 1. Spiel ich mal den Peter. Oh. Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Ich werde jetzt erstmal den Direktor Peter spielen. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt haben wir sogar ein riesiges Problem. Und dieses riesige Problem heißt Cigarette Addicts. Und dagegen werde ich jetzt wahrscheinlich nichts mehr tun können. Weil Cigarette Addicts ballert mir jetzt einfach alles weg. Ich habe keine Chance dagegen. No chance to do anything against this. Nein. Keine Chance. Damit habe ich dieses Match verloren. Das tut weh. Cigarette Addicts halt. Sehr, sehr ärgerlich. So, auf ins nächste Match. Clown Baby 3. Ja, Tina. Schlimme Tina und das war's. Kann man schon so sagen. Eugene Belcher. Full Score noch drauf. Und dann sind wir auch schon durch. One Man Musical. That's it, baby. Weil da vorne die schlimme Tina macht's eh schon. Naja, 86 Punkte. Da ich ja das Match davor eh verloren habe, ist es jetzt wurscht. Hauptsache gewonnen. 2 Matches sind es noch. Sind wir durch. Nip Nup ist der Gegner. Nip Nup. Ja, jetzt müssen wir mal oder QB Boomhauer. Komm, wir machen den QB Boomhauer. Fertig. Dann die Peggy. Eigentlich auch educated ist. Dann den Eugene Belcher. Den wieder mit der Fart School Jimmy Jr. wieder zu One Man Musical machen. Wird gegen Teddy's Pigeon sehr gut aussehen. Das kann ich euch jetzt schon verraten. One Man Musical, bis das da rauskommt, macht das auch schon richtig schön Schaden. Das ist sehr geil. Snot Rocket jetzt hier noch. Machen wir den Class Spanker. Ich weiß, ich mache jetzt aus einer Educated Karte eine Fighter Karte, aber das ist mir jetzt gerade an der Stelle wurscht. Nipnup sollte jetzt eigentlich besiegt werden, wenn jetzt nicht gleich mein Tablet ausgeht. Ich befürchte, dass genau das jetzt passiert gerade. Nein, er macht noch was. Er hängt einfach nur. Komm, ich will nur noch diese 2 Matches machen und dann bin ich durch. Nipnup, lass mich Nipnup schnell besiegen. Ja, noch schnell die Tina ausspielen. Sofern er mich das machen lässt. Komm, mach da Tina, Baby. Und dann haben wir den Nip-Nup. Nip-Nup.
So. Ja, jetzt sollten wir aber auch durch sein. Genau. Jetzt habe ich noch ein einziges Match. 93 Punkte habe ich hier jetzt geholt. Ein Match ist jetzt noch offen. Und dann haben wir es gepackt. So. Auf geht's. Das letzte Match jetzt hier gegen Killers Inc. Jetzt bereits schon mit 7000 in Führung. Wie gesagt, normalerweise würde ich sagen, das reicht nicht. Das, aber hier reicht es natürlich auch nicht. Wir dürfen jetzt natürlich nicht aufhören, aber wir werden das ziemlich sicher gewinnen. Ping Pong Brian und das gegen Evil Balls. Und das war sogar in der Situation das Beste, was ich machen konnte, weil den Bandit habe ich damit dann auch schon weg. Ja, jetzt haben wir natürlich die Frage zu klären. Nein, ich werde mit der Stuffing Academy. Ich muss die Stuffing Academy als erstes spielen. Oh mein Gott, ich hätte mit der Haley, es hätte gereicht. Es hätte gereicht. Egal. Egal jetzt. Jetzt ziehen wir durch. Oh Mann, einen Schadenspunkt, ne? Na egal. Komm, und das war's. Ja, damit sind wir dann auch durch hier. Sehr, sehr geil. Gucken mal ganz kurz, wer aktuell schon gekämpft hat und wie es momentan steht. Mal einen kurzen Zwischenstand. Evil Balls besiegt. So, jetzt gucken wir da mal rein, wie es da aussieht. Und wir haben derzeit einen Zwischenstand von 15.452 zu 22.136. Dann gucken wir mal bei denen, da haben es gerade mal drei Leute geschafft, über 900 Punkte gegen uns zu kommen. Die haben jetzt bereits schon mit 21 Leuten gekämpft. Wir schauen mal hier rein. Wir haben Swayazy mit einer 1000, Zardos mit 1000, Abdem mit 1000, Hammer, drei glatte 1000, Nati, 980, Junket, 983, Mark V, 975, Robert, 950, Aerodynamic, 949, Der Pate, 943, Tomato, Sauer, 935, Loredo, 918, Michael, 917, Georgisch, 900, Teklis, Strommi, Gecko, Herr Gleich, Thomas Cookie, Eat Fresh Food, Enska, Sithlord, Krankus, Sean G, Brownie Nervt, Spirit, Finch und Sonja. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, hier schon knapp 7000 Unterschied. Wenn es gut läuft, sollten wir das gewinnen. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir, mein Gleich, auch rein, macht's gut, bis dann und tschüss.